Hallo, ich bin Jacqueline Riedel, wohne in Weißenfels und betreibe diesen Töpferhof seit 4 Jahren. Also im Töpferhof erwartet die Leute eine kleine Auszeit. Ich sage mal, das ist eine Auszeit vom Alltag. Jeder ist eingespannt und angespannt im Alltag, schneller, höher, weiter. Wir kennen das alle. Man wird gefordert im Beruf und wenn man in den Töpferhof kommt, kann man sozusagen mal durchatmen und man kann mal loslassen, man muss nicht den Kopf einschalten, einfach die Hände machen lassen. Und das ist das Coole hier im Töpferhof. Die Leute kommen rein, bleiben stehen, atmen durch und kommen erstmal runter vom Alltag. Und dann haben sie 2 Stunden Zeit, hier zu töpfern und ihre kreativen Ideen umzusetzen. Das sind zum Beispiel Füße, auch in dieser Raku-Technik gefertigt. Das Holz habe ich mitgebracht, das ist Treibholz aus Italien und ein alter Nagel mitverarbeitet. Das sind jetzt Bilder. Hier habe ich diese typische Raku-Keramik, gibt es ja in verschiedenen Farben, kann man anfertigen. Alles sehr individuell, nichts von der Stange und ja. In Anlehnung an der Adventszeit kommen jetzt hier diese kleinen Häuschen mit diesen Teelichtern. Die kann man schön auf der Fensterbank deponieren. Also Raku-Keramik kommt aus der Zen-Dynastie des 16. Jahrhunderts aus Japan. Und das typisch vom Raku ist diese krakelierte Glasur. Das ist ein Spezialton, eine Spezialglasur. Und diese krakelierten Sprünge kommen so zustande, indem man eine Keramik mit Glasur bemalt. Dann kommt das in einen speziellen Behälter. Das ist bei mir eine alte Öltonne, die ich umgebaut habe. Die wird mit Propangas beheizt auf knapp 1000 Grad. Und die Objekte werden dann eben richtig rot glühend. Dann kommen die aus diesem Ofen raus mit einer Zange, werden die rausgenommen. So, dann kommen diese Objekte, wenn die so rot glühend rausgekommen sind aus dem Ofen, in einen Behälter mit brennbarem Material. Das ist bei mir jetzt Sägespäne. Und durch die Hitze der Objekte entzünden sich die Sägespäne. Entsteht eine Flamme. Und die wollen wir aber nicht haben und dann legen wir wieder einen Deckel oben drauf auf diese Behälter. Also schwelt sozusagen dieser Rauch in dieser Tonne, weil ja kein Sauerstoff dazu kommt. Und dieser Rauch raucht dann sozusagen in diese krakelierten Sprünge und färbt die Keramik schwarz. Also diese Glasur und diese unglasierte Keramik wird dann schwarz. Das ist das Typische vom Raku.